Action! Hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Ritze und heute, Leute, die Sonne lacht, mein Herz lacht auch und ich möchte euch heute zeigen, wie so eine richtig originale ungarische Gulyás-Leves gekocht wird. Also die Gulaschsuppe aus dem Kessel. Und was brauchen wir dazu als erstes? Natürlich erstmal ein schickes Feuer. Also Leute, bleibt dran, ich lege jetzt erstmal Feuer. Ne? Bis gleich. So, erstmal ein grundsolides Feuer schaffen. Ne? Das ist erstmal das A und O. So, ihr Lieben, jetzt zeige ich euch erstmal, was wir hier alles zu unserer Gulyás-Leves, der originalen Gulaschsuppe natürlich brauchen. Das heißt, als erstes Zwiebeln, klar. Im Vordergrund natürlich immer ein cooles Fett. Hier habe ich ein schönes, ausgelassenes Mangalitsa-Fett von meinem Freund Ondrasch. Wir brauchen dazu Knoblauch definitiv, logisch, darf bei einer Gulaschsuppe natürlich nicht fehlen. Wir brauchen Paprika, wir brauchen Karotten, wir brauchen Sellerie, wir brauchen Tomaten, bisschen Liebstöckel. Wir brauchen Salz, Pfeffer, gutes Paprika im Blut, bisschen Kümmel, Lorbeer und wir machen als Einlage keine Kartoffelwürfel, sondern es gibt Cipetke dazu. Cipetke ist im Prinzip ein Teig aus Mehl und Eiern. Ja, das sind wie Eierknöpfle, kann man dazu sagen. Und die werden dann im Prinzip einfach als kleine Nocken in die Suppe als Einlage eingestochen, so sagt man dazu. Genau, dann lasst uns einfach beginnen. Als erstes machen wir einen Ansatz aus den Zwiebeln. Fleisch habe ich natürlich auch gar nicht erwähnt, oder was es dafür gibt. Heute für Fleisch. Also die ungarische Gulaschsuppe wird immer aus Rind gekocht. Ja, immer aus Rind gekocht. Und von daher habe ich natürlich heute mir einen schönen Rindergulasch aus der Schulter schneiden lassen und werde als erstes hier die Zwiebeln erstmal für euch würfeln und die müssen natürlich im Fett, in dem Mangalitsa-Fett erstmal schön glasig angeschwitzt werden. Ja, also im Endeffekt machen wir uns erstmal einen Gulasch-Ansatz. So, also erstmal Zwiebeln schälen, den Knoblauch. Habe ich hier einen frischen Knoblauch. Mache ich jetzt hier einfach nur die äußere Schale ab. Werde dann hier einfach bloß mal vierteln. Schnappen wir uns die Zwiebeln. Schneidet ihr euch einfach hier in grobe Würfel. Und dann geht das eigentlich tippeltappeltor. So, und wenn der Ritze unten am Balaton ist, ne, dann gibt es das, ich will jetzt nicht sagen jeden Abend, aber jeden Abend wird natürlich Freiluft gekocht. Immer schön über dem Kessel, egal was, Suppe, Eintopf, Geflügel, Rind, Schwein oder halt einfach auch mal eine ganz einfache Bohnensuppe. So, schauen wir mal hier, was unser Feuerchen macht hier. So, als erstes Mangalitsa Jir.
Bei den Ungarn zum Beispiel, schönes Weißbrot, bisschen von dem Fett drauf, Paprikaschote, bisschen Frühlingslauch dazu, herrlich, und dazu einen schönen Palinka. Und dann geht das los. Also auch das Kesselkochen wird in Ungarn natürlich zelebriert. Na, das heißt, da sitzen wirklich dann alle drumherum, Gläschen Wein dazu und feuerfrei. Können wir da gleich mal hier den Robert das mal testen lassen. Gute. Oder? Hm. Wie zu Hause. So, wenn das Fett jetzt natürlich die gewisse Temperatur hat, dann geht's ab. Zwiebelwürfel rein, Knoblauch rein. Schön anschwitzen, ne? Anschwitzen bedeutet farblos anschwitzen. Das heißt, nicht anbrennen lassen, keine Röstaromen schaffen, sondern wirklich nur glasig anschwitzen, ne? Also ihr müsst natürlich das Feuer auch immer im Auge behalten. Wann lege ich wieder einen Holzscheit nach? Wann brauche ich Temperatur? Am Anfang brauche ich sie jetzt natürlich, ne? Es gibt dann aber auch Augenblicke, wo man dann mit dem Holz ein bisschen steuern muss. Zeige ich euch. So, als nächstes geben wir dann hier erstmal Paprikapulver hinzu. So, wieder ein bisschen Holz nachlegen. Ist dann eigentlich sonst immer so die Aufgabe vom Louis oder vom Adrian. Die legen dann immer schön Holz nach. Und wir zelebrieren das in der Familie immer zusammen. Also da wird auch die Tante schneidet das Gemüse, die Mama schneidet die Zwiebeln dazu. Also jeder hat immer eine Aufgabe. Und dort entsteht natürlich Kommunikation. Man unterhält sich, man lacht, man trinkt ein Glas Wein und die Welt ist in Ordnung. So, also jetzt Paprikapulver. Hierbei ist wichtig, Paprika braucht immer einen gewissen Fettanteil, ne, um sein volles Aroma halt zu entwickeln. Das heißt, wichtig, vom Feuer ein bisschen runternehmen, ne, dass der Paprika auch nicht brennt, weil dann entwickelt er Bitterstoffe und das braucht natürlich kein Mensch. Also, vorsichtig, dass er halt wirklich nicht verbrennt und auch nie an den Rand des Kessels kommt halt, ne? So, Menge passt. Jetzt schwitzen wir die ganze Sache richtig schön an hier. Und seht ihr mal, was das hier eine wunderbare Farbentwicklung nimmt. Und das hat der Duft. Oh, herrlich. So, jetzt aufpassen, dass es nicht anbrennt. Jetzt schnappt ihr euch ein bisschen Wasser. Gießt das an. So. Jetzt lassen wir das Wasser erstmal verkochen und dann geben wir unser Rindfleisch dazu. Also der Ungar macht natürlich auch gern mal den Gulasch
den Pörkelt-Ansatz auch aus dem Wild, aus dem Reh, aus dem Wildschwein oder vom Hasen, vom Wildhasen. Dort ist natürlich auch der Fantasie in der Hinsicht keine Grenze gesetzt. Vom Fisch geht das natürlich auch wunderbar. Welsfilet, geil. Wir warten ja immer noch auf diesen Tag, wo wir an einem Angelteich sitzen können. Robert, oder? Ja. Angelteich, Fischsuppe kochen, also eine schöne ungarische traditionelle Karpfensuppe. Aber da sind wir noch auf der Suche nach dem geeigneten Fischteich. Na, vielleicht ist ja jemand dabei, der sagt, hey Kai, komm doch zu mir. Machen wir das bei dir an deinem Fischteich. So, also wenn hier das Wasser so ein bisschen eingeköchelt ist, jetzt können wir auch mit dem Kessel ein Stück weiter runtergehen. Ne? Also man kann auch gerne hier aufsetzen. Geht es ein bisschen schneller? Dann geben wir das Rindfleisch dazu. Natürlich. Das sind die fleißigen Fachfleischverkäuferinnen aus dem Edeka. Ne? Die Nossi hat mir das hier wunderbar schon in Würfel geschnitten. So, also hier rein damit. So, schwitzt das hier schön mit an. Mir liegt schon wieder was auf der Zunge, ich lasse es aber lieber. So, was kommt jetzt dazu? Salz. Salz, Salz, Salz. Ihr wisst, alles was du am Anfang vergisst an Salz zuzugeben, kriegst du nie wieder rein. Das heißt, hier kann jetzt eine ordentliche Fuhre rein. Wir wollen eine Suppe haben. Das heißt, in der Form hier 1,5 Kilo Fleisch. Da geht schon was. Rein damit. Dann Pfeffermischung. So, Lou ist seine Pfeffermischung, bringt eine gewisse kleine Schärfe mit. Lorbeerblätter. Kümmel. So, verrührt die ganze Geschichte wieder. Und jetzt ist der Punkt. Ihr seht, es ist wenig Flüssigkeit da halt, ne? Dadurch, dass wir jetzt das Salz zugegeben haben, zieht das Salz natürlich auch wieder Wasser aus dem Fleisch und es wird Flüssigkeit entstehen. Haltet aber immer ein Auge drauf, dass euch wirklich der Kessel oder das Fleisch, der Gulaschansatz nie anbrennt. Das ist wichtig. Falls ihr euch fragt hier, was hier für ein Equipment jetzt dasteht, der Dreifuß, ne, das ist im Prinzip eine Marke Eigenbau. Schon ein paar Jahre alt, ne? Robert, das haben wir jetzt erst vor kurzem wiedergefunden hier im Lager. Bei den Liebschuss. Kessel, gut, das ist ein Mitbringsel aus Ungarn. Haben wir eine größere Variante hier mit 20 Liter Volumen. Der Kamin, der hier unten drunter ist, ist natürlich dafür gedacht, wenn du jetzt mal Outdoor feuern willst, wie auch immer, finde ich das eine coole Gelegenheit. Oder eine coole Alternative als hier über einem offenen Feuer, weil das wirkt ja natürlich auch wie ein Kamin und brennt dadurch so durch viel besser zum Kessel hinauf. Feuerschale, klar, die kannst du überall mit hinnehmen und kannst direkt am Wasser, kannst im Garten, in deiner Ecke, wie auch immer, dort dein eigenes Feuerchen halt machen, wenn du keine eigene Feuerstelle da hast. Also mobil. Mhm.
Schön straff. So soll es sein. Also hier Flüssigkeit zu. Und da kann jetzt ruhig auch alles rein. Schön die Zwiebeln vom Rand, den Paprika vom Rand. Mit einarbeiten. So, und dadurch, dass wir jetzt nur Flüssigkeit hier zugegeben haben, brauchen wir natürlich wieder auch größere Hitze. Das heißt, ordentlich Feuerholz drunter hier. Köcheln lassen. In der Zwischenzeit tue ich jetzt ganz einfach das Gemüse vorbereiten. So, jetzt haben wir hier Petersilienwurzel. Die schälen wir uns durch. Schön aromatisch, bringt auch eine gewisse Süße mit in die Suppe ein. Also darf auf jeden Fall in der ungarischen Gulaschsuppe, in der Gulaschlevesch nicht fehlen. Das ist auch mit das A und O. So, Karotten. Und die schneiden wir einfach mal in Stifte. Das heißt, Länge noch halbieren. Vierteln. Die Stärke. Karotte wie. Karotte wie. Die Petersilienwurzel. Wenn die ein bisschen stärker ist, dann tun wir die natürlich hier nochmal zerkleinern. Und hierbei ist dann wichtig, wenn wir die Gulaschsuppe vollenden, dass natürlich das Gemüse auch eine gewisse Garzeit hat. Und die sollten wir beachten. Also die sollte halt nicht komplett weich sein, dass sie im Prinzip zerfällt, sondern schon noch den gewissen kleinen Biss haben. So, Sellerieknolle nehmen wir uns auch daher. Brauchen wir jetzt nicht die ganze. Das wäre too much, zu intensiv. Da reicht uns hier, ich sag mal, eine halbe Knolle definitiv aus. Und die werden wir ganz einfach würfeln. Das heißt, erstmal hier Scheiben, dann streifen und dann würfeln. So, jetzt haben wir noch Spitzpaprika und Tomate. Und natürlich für unsere Schärfe können wir auch noch ein bisschen Chilischote mit zugeben. Tomate kurz gewaschen hier. Paprikaschote. Ich sag mal, eine gesunde Schärfe gehört immer mit rein. Das heißt, Feuer frei rein damit. So, Tomate und Paprika könnt ihr im Prinzip
in eine Schüssel reintun. Dort kommt es auf den Gargrad nicht an. Hier geht es einfach nur um den Geschmack. Schneidet bloß den Strunk bei der Tomate raus. Halbieren, vierteln reicht vollkommen aus. Lieben, wenn dann die Zeit ran ist beim Paprika, na, empfehle ich euch natürlich immer den ungarischen Spitzpaprika. Der bringt natürlich auch das gewisse Aroma mit, was es in Ungarn schon gibt, wenn du im Prinzip in den Laden, in den Gemüseladen reingehst und dieser Duft ganz einfach hier hinten am Strunk, oh, herrlich. Ne? Hier ist es eine marokkanische jetzt, das ist ganz einfach der Jahreszeit geschuldet. Was jetzt aber nicht schlimm ist, ne? Die hat auch eine wunderbare Süße. Kerngehäuse raus. So. Und dann auch nur hier grob in Streifen runterschneiden. Also ihr Lieben, ne? In den ungarischen Kesselgulasch gehören auf jeden Fall keine Pilze und keine Erbsen rein. Tut mir den Gefallen. Probiert einfach mal wirklich die Variante. Und ich werde euch sagen, oder ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Das ist der Originale. Alles andere ist halt, ja, die eigene Interpretation. Ne? Also von daher, hier den Originalen mal nachgekocht. Und ich werde euch sagen, ihr werdet wahrscheinlich nie wieder einen anderen essen. Gut, dann werden wir jetzt noch die Cipetke, also im Prinzip die Eierknöpfle, vorbereiten. So, und dazu nehmen wir hier mal zwei Eier. Bisschen Salz. Und dazu brauchen wir noch Mehl. So, und hier heißt es pro Ei 80 Gramm. So, ein richtig gehäuftes sind ungefähr 20. 40, 60, 80. Genau. So, ich tue das hier schön verrühren. Immer der Job von meiner Mama. Und die Ungarn, die machen das in so einer kleinen, schönen Kaffeetasse, in so einem Bögre, sagen die dazu. Da kommt im Prinzip die Masse rein. Und das ist dann so der letzte Ritt, den sie dann machen, kurz bevor die Suppe dann fertig ist. Ich bereite es hier schon einfach mal vor.
Ups. Einen kleinen Schwaps Wasser dazu. Richtig schöne glatte Masse muss es werden. Gut, stellen wir beiseite. Haben wir das auch vorbereitet? Und jetzt werden wir hier schon mal das erste Mal probieren, mal kosten, was unser Ansatz sagt. Lecker, 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 schmecker. Oder wie sagt der Ungar? Nadjon finom. Und hierbei ist wirklich wichtig, dass der ordentlich Power hat. Der muss richtig Bums haben. Ne? Der darf nicht schmecken wie eingeschlafene Füße, sondern wirklich eine richtige, kräftige Grundlage sein muss es. Ich gebe jetzt hier schon mal den Sellerie mit dazu. Und Paprika und Tomate. Tja, und jetzt heißt es einfach wieder köcheln lassen, köcheln lassen, köcheln lassen. Ich sag mal, in Summe braucht er die ungarische Gulaschsuppe, je nach Größe des Rindfleisches, der Rindfleischwürfel, schon so seine 2-2,5 Stunden auf jeden Fall. Ne? Das heißt, man kann sich auch mal in Ruhe hinsetzen, ein Gläschen Wein trinken und vollkommen die Sonne genießen. Machen wir das jetzt? Nur das Feuer darf nicht ausgehen, ne? So, ich sage jetzt mal so, ungefähr 20 Minuten vor Garzeitende geben wir jetzt hier unsere Karotten und Petersilienwurzelstreifen dazu. Genau. Und ganz am Ende, also sag mal so, 10 Minuten, bei 10 Minuten Garzeit, ne, die noch übrig bleibt, kurz vorm Ende, geben wir dann die Chipetke dazu. Ne, stechen wir im Prinzip die kleinen Nocken ein. Und dann heißt es anrichten, ihr Lieben. Ne? Auf jeden Fall, wenn ihr nachkochen möchtet, dann die Variante. Ich lege es euch ans Herz. Das ist meine Empfehlung für euch, den original ungarischen Gulasch, die original ungarische Gulasch-Levesch zu kochen. Genau, wenn ihr Zubehör dafür benötigt, wie auch immer, dann guckt in meinem Shop. Dort gibt es auch das ein oder andere Gewürz halt dazu, was ihr dazu braucht. Und viel Spaß beim Nachkochen euch. Und ich hoffe, wir sehen uns und vielleicht auch mal bei euch im Garten. Bis dahin, macht's gut. Ciao, euer Rizzo. We'll be right back.